Jetzt aber gehen wir zunächst einmal einen Schritt in die nächsthöhere Spielklasse der Landesliga, nämlich in die Regionalliga. Und was sich dort so tut, das ist ja ganz entscheidend auch, wie viel dann letztendlich in der Landesliga absteigen müssen. So war unser Augenmerk auf die Partie zwischen Rohrbach und Austria Klagenfurt gerichtet. Den Trainer der Rohrbacher, Gerhard Engleder, plagen immer noch Sorgen. 3 Punkte müssen her, denn der Klassenerhalt ist noch nicht gesichert. Die Mühlviertländer in rot-schwarzen Trikots haben heute Austria Klagenfurt zu Gast. Ein durchaus bezwingbarer Gegner. Dann auch die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Freistoß und beinahe ein Eigentor der Kärntner. Radek Popelka mit diesem Freistoß. Dann aber die Klagenfurter und zwar über René Zupanz. Der gibt der Engländer Truppe heute einiges aufzulösen. Ein schönes Solo von Zupanz und er scheitert aber an Goli Garleitner. Halbzeitstand 0:0 zwischen Rohrbach und Austria Klagenfurt. Und in der zweiten Hälfte sind wieder die Mühlviertler am Drücker. Hier mit Joe Kehrer. Der spielt das Leder zu Kapitän Herbert Zach, aber das Schüsschen fällt ein wenig zu mager aus. Die Klagenfurter schlagen zurück. Wieder über René Zupanz. Er ist heute einfach nicht zu halten. Aber der Schuss geht an das Außennetz. Direkt im Gegenzug Markus Hirnschroth mit Flanke auf Zach und der Kopfball verfehlt das Tor ganz knapp. Ein schön platzierter Kopfball, aber leider daneben. Und wieder Joe Kehrer. Ja, ein schöner Spielaufbau der Mühlviertler, aber leider mit ungenügendem Abschluss. Die Truppe von Gerhard Engleder hat heute taktisch ganz gut agiert, hatten die Kärntner jederzeit im Griff und sind auch letztendlich zu einer Tormöglichkeit, zu einer ganz dicken gekommen. Zwar etwas glücklich hier Joe Kehrer, spielt zurück zu Thomas Dollhäubel und der will flanken, aber der Ball senkt sich ins Tor zum 1:0 für Rohrbach Bern. Damit hat der Thomas Dollhäubel wohl selbst nicht gerechnet, dass sich diese Flanke noch hinter den Tormann ins Netz senkt. Ein glückliches, aber verdientes 1:0. Tormann Schenk sieht hier nicht gerade glücklich aus. Und die Rohrbacher weiterhin am Zug. Wieder Thomas Dollhäubel mit einer Chance auf das 2:0, aber dieser Schuss verfehlt das Tor doch ganz, ganz deutlich. Im Gegenzug die Kärntner, Christian Zablatnik, aber er läuft sich hier in der Abwehr fest und leitet damit ungewollt einen Konter der Rohrbacher ein. Markus Hirnschroth, hohe Flanke in die Mitte zu Kapitän Herbert Zach, Tormann verfehlt und Zach vergibt. Das müsste eigentlich ein Tor sein. Nur mehr ein Mann auf der Linie gestanden, aber der hat gerettet. Und noch einmal die Mühlviertler. Und beinahe ein Eigentor. Endstand 1:0 für Rohrbach Berg. 3 ganz, ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Gratulation zu diesem Sieg an die Rohrbacher. Am Sonntag wurde auch gleich wieder gespielt. Da gab es eine 2:3 Niederlage gegen Eintracht Wels. Wir haben die anderen Vereine gespielt. Wir verraten es Ihnen gleich und auch, wie es in der Tabelle in der Regionalliga steht. In der 23. Runde spielte, wie gesehen, Rohrbach gegen Austria Klagenfurt 1:0. Am vergangenen Wochenende dann die 24. Runde mit den 2 Oberösterreich-Derbys. Wels-Rohrbach 3:2 und Estenberg-St. Florian 1:2. Wels mit diesem Sieg nun endgültig Meister in der Regionalliga Mitte. Wolfsberg und Villach abgeschlagen. Für St. Florian dürfte der Klassenerhalt gesichert sein, Rohrbach muss noch zittern. Auf 13 Estenberg mit 18 Punkten, dahinter Schlusslicht Feldkirchen. In der 25. Runde muss der Villacher SV dann nach Rohrbach. St. Florian spielt zu Hause gegen Gradkorn. Die 2 restlichen oberösterreichischen Vereine treten auswärts an, und zwar Estenberg in Klagenfurt beim SAK und Tabellenführer Wels in Pöllau.